So, jetzt geht's nach Hamburg. Jetzt sind wir hier in. Nein, wir sind noch in der S-Bahn. ICE kommt gleich. Das ist ein Reisholz. Ja, ja, Reisholz. So, so viele Sachen, ja. Da, 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 da auch noch. Ui, nur so viel. Ist schon da. Und jetzt fahren wir nach Hamburg. So, jetzt sind wir hier. Das ist gut. Ja. Jetzt willst du mal nach vorwärts fahren. Und jetzt erstmal einen Kaffee und was essen. Oh, der Teddy ganz gequetscht. Fertig. Und jetzt sind wir im Zimmer. Mit dem schönen Ausblick. Ah, hier wird es warm, so also bestimmt. Ach ja, man kann ja zumachen. Ich weiß gar nicht, ob man nur auf Kipp machen kann. Oh, man kann nur auf Kipp machen. Ja. Weiter geht's noch. Die funktioniert nicht. Okay, dann machen wir zu, dann kann die Klimaanlage arbeiten. Ja, 14. Etage. Da hinten ist das City Hotel, glaube ich, ne? Oder? Das ist jetzt nee, das ist wohl in der Stadt, hier in dem Park, das. Ne? Achso, ne? Weiß ich gar nicht. Jo, dann noch so ein Fernsehapparello. Untertag noch der Arbeiterkongress. Und hier ist der erste Pose. Und jetzt haben wir schon unser Bändchen gekriegt und unsere Eintrittskarte. Ja, und jetzt sind wir hier in der Stadt, am Wasser und gucken uns gleich das Miniatur Wunderland an. Und überall ist Verkehr. Oh ja, so Riesenhäuser. Ja, und da oben ist die Brücke, die die beiden Gebäude verbindet, ja. Da gehen wir auch gleich durch. Also, welches nimmst du? Du nimmst das obere Ticket. Ja, ich nehme das obere Ticket. Oh ja, wir sind jetzt erstmal in dem Shop. So, ja. Und jetzt gehen wir jetzt erstmal in das Miniatur-Wunderland rein. Ja, aber wir wollen noch nicht shoppen, wir wollen doch das gucken. Aber das kennen wir ja, das hatten wir ja mal auf dem Weihnachtsmarkt gehabt, ne? Diese Spiele mit dem Holz. Yay, so viele magische Effekte. Und der Tanzenkaktus. Und alle, die hier schon mal da waren. Naja, ob er sich daran erinnern kann, dass er schon mal hier war, weiß ich nicht. Bestimmt. Und da lässt sich einer von diesem Stand so entzücken und kommt nicht weit. Und so sieht das im Hellen.
gigantisch, ne? Über mehrere Ebenen. Und ab und zu kommen eins. So wie jetzt. Ja, müsst ihr auch mal herkommen. Aber ihr müsst ja mehr als 2-3 Stunden mitnehmen. Ne? Am besten mal einen ganzen Tag oder so. Wir haben ja leider nicht viel Zeit.
das ein Riesending. Man weiß gar nicht, wohin man gucken soll. Hier sind ja zig Anlagen. Das ist ja hunderte von Metern groß. Das ist ja irre. Das kann man nicht in ein paar Stunden sehen. Da muss man nicht mehr richtig zeigen. Ja, und dann sind auch noch so unterirdische Sachen, die da stattfinden. Sehr geil. Sprengung. Sehr geil. Ja, und jetzt steht mal drauf, was passiert, wenn man diesen Knopf drückt. Ja, nichts, ist ja rot. Jetzt eine Sprengung im Gange. Ist ja rot. Und hier haben wir eine Schneelandschaft oder Salz. Naja, wenn man so eine Führung mitmacht, dann sieht man vielleicht mehr so rot oder ausführlicher. Kreuzfahrtschiffe. Ja, die machen sich alle so viel Mühe mit den ganzen Details. Und hier ist ein schöner Park. Und hier ist die Kirmes. Die Achterbahn kannst du betätigen. Das Riesenrad kannst du wieder betätigen. Ja. Guck, da kommt dann ein kleines Fahrzeug. Den Topspin, den hatte ich zu Hause. Mhm. Und hier ist die Berglandschaft. Vielleicht können ja auch die Gondeln sich bewegen. Ja.
Ui. Nostalgie zu. Mhm. So viel Reisen sagen. Und hier ist der Gefängnisausbruch. Oder sowas. Hä? Ich habe auch ganz fürchterlich zu gehen. Ja, das sind mal Berglandschaften, wa? Eieiei. Und vor dem Flughafen ist das Kaxi-Chaos. Und unter dem Bahnhof sieht das auch so aus. Also unter dem Flughafen mit dem Bahnhof. Hier einfach. Die fahren ja alle in den Tod. Und Tropfsteine im Berg. Tropfsteine. Ja. Du bist kein Finanzmann, oder? Unterirdisch. So, Lampenreparierer. Da oben ist Stau.
mit Cam fahren. Darstellen. Das wäre ein bisschen extrem. Auf jeden Fall, es ist gigantisch groß. Ja, alles ist sehr riesig. Riesig und klein. Man weiß gar nicht, wo man schauen soll. Es erschlägt einen. Versteht? Hochgeschaut haben. Hier sind dann auch noch so Glaskästen, wo dann so kleinere Städte drin sind, also Teile von Städten. Genau.
Ja, so hat sich das dann weiterentwickelt. Da steht ja auch immer eine Jahreszahl drauf. Ja, und hier sieht man mal, wie sich das entwickelt alles hier. Ja. Und wie sich das dann weiterentwickelt hat. Ja, und da sind noch mehr Schaukästen, aber da müsst ihr jetzt immer mal herkommen und das mal schauen. Das ist einfach zu viel hier, um alles zu filmen. Hier ging es um die Tierhaltung. Ja, sind's. Sachen an den Wänden, wo man sich anschauen kann, wie das alles angefangen hat, wie sich das weiterentwickelt hat. Oben steht die Jahreszahl immer. Kann man sich anschauen, was alles passiert ist. Und hier hängt ein Spülenschauspiel. Da passt eine Elektronik dazu. Und hier werden die alten Flüssigkeitszellen gelagert. Und alle Tiere wollen durch diesen Zaun. Und hier ist die Leitzentrale. Kannst du ja kurz zeigen, ich gehe wieder davor. Wo alles gesteuert wird. Hier sind wir nochmal am Flughafen.
so sieht es wieder bei Nacht aus. Ja, über 24 Millionen haben hier schon das Wunderland besucht. Und da sieht man auch die verschiedenen Länder. Von den Leuten, die aus den Ländern kommen, wie viele hier schon waren. Ja, das war ein kleiner Ausblick, ein ganz kleiner, was wir so gesehen haben hier in dem Wunderland. Ein paar kleine Autoschienen. Hier sind auch noch ein paar Sachen. Auf Weihnachtsmarkt. Im Jülich der Halloween. Irrgarten. Ein Ballonfest. Das sind doch nur Stecknadeln, ne? Ja, finde ich. Ja, echte Ballons werden es bestimmt nicht sein. Ach was. Oh, man sieht nicht nur Spiegel hier. Ich kann das gar nicht richtig erkennen. Hier kann man sich auch aufhalten und was essen und so, aber jetzt ist gleich zu und deswegen ist hier auch keiner mehr. Und dann sieht das aus wie im Zug. Nee, danke, ich esse jetzt kein Eis. Oder? Ja, vielleicht doch. Mal gucken. Dann hat man immer so eine schöne Landschaft, wenn man hier sitzt und isst. Dann kann man so schön rausschauen, wo man lang fährt. Ja, dann kann man sich entweder so ein Eis kaufen oder fürs Geld so ein Flugzeug, was im Angebot ist. Ja, als Bausatz. Schöne Labelampe. Hier ist in Hamburg meine Perle-Dings drauf. Das Ding fährt den Stift hinterher. Mama, können wir Stift essen? Oder können wir das? Ja,
hoffen, dass Ihnen der Aufenthalt bei uns gefallen hat und würden uns sehr freuen, Sie bald mal wieder begrüßen zu dürfen. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Restabend, guten Nachhauseweg und sage Tschüss, noch Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Bitte halten Sie am Ausgang Ihre Tickets zum Ausscannen bereit. Vielen Dank. Auch unsere Gäste der kulinarischen Weltreise, die jetzt schon im Haus sind, möchten wir jetzt bitten, den Ausstellungsbereich im dritten und vierten Obergeschoss zu verlassen. Nehmen Sie doch einen Augenblick Platz im zweiten Stock in unserem Bistro. Der Wiedereinlass in die Ausstellung erfolgt dann etwa um 20.15 Uhr. Und Modellinstrumente. Zeig mal das Schlagzeug. Mach noch mal die Kugeln hier. Weißt du eigentlich auch, dass du zwei bewegen kannst? Weiß ich, habe ich gerade schon getan. Hm. Viele tolle Sachen. Man weiß gar nicht, was man kaufen soll. Und jetzt geht's wieder zurück ins Hotel. Und da ist schon die Mucke, die gute. Ja, jetzt sind wir im Aufzug. Ui, jetzt sind wir schon unten. Ja, das geht ganz schnell. In 3 Sekunden seid ihr unten. Das ist, ja, habt ihr den Eindruck, dass ihr irgendwie auf der Achterbahn seid oder so? Ja, oder auf dem Fallturm. Ja, das geht so wieder rauf und runter. Also, ja. Ach, ja, jetzt gucken wir mal, was draußen los ist. Ja. Ja, hier ist ja auch schon so ein bisschen los. So. Und jetzt gehen wir mal raus. Da ist ja die Party. Ja, da gehen wir mal gucken, was da los ist. Ja. Ui. Ui, da ist das schon die Ecke. Ja. 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 Hallo, na? Hallo, Minzio. Hast du Zeit gefunden, was du willst? Ja, ein bisschen, ja. Ja, das kommt drauf, wa? So. Ja, hier ist überall was los, ja. Und dabei ist erst Dienstag, ja, wir waren schon im Miniatur-Wunderland. Und da oben in der Sauna waren wir auch schon, ja. 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 Ah, ich glaube, den kenne ich auch hier, den habe ich auch schon mal irgendwo gesehen. Hey, lang nicht mehr gesehen. Oh. Ja. Guck mal, ich hab eine Kamera. Ihr klaut mir die Kamera. So, was sagen Sie denn dazu? Wie läuft das hier? Wo sind Sie denn hier? Ich stehe hier, so. Oh, gleich tappt der Bildschirm rum, da geht die Kamera aus. Oh. Ja. Das ist 3D. Ja. Und Sie? Aber ich weiß noch nicht, ob ich den Film in 3D hochlade, weil die Leute, die können das nicht sehen. Doch, ich schon. Ich möchte 3D-Kopie. Okay. So, schauen Sie mal da, liebe Leute. Das ist oder eine. Zu nah. Immer nur 1 Meter. Ach so? Das ist aber schon 3 Meter.
Ich gebe dir die mal zurück. Die ist schön. Schön. Yay! Ja. Anstellen.